Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Trackmania. Und zwar den Singleplayer erst einmal, vielleicht später auch im Multiplayer. Das wird sich zeigen. Na, mal schauen. Was fühlen wir denn? Natürlich Gold. Das ist A1, die allererste Strecke im gesamten Spiel. Oh ja, ich erinnere mich noch, an der habe ich ein wenig gesessen, aber auch nicht lange. So, das will mir jetzt zeigen, wie schlecht wir sind. Hier in diesem Schnellfahrding. So. Ja, hier sollte man eigentlich nicht vom Gas gehen. Aber ja, wir haben die Goldmedaille nicht geschafft. Deshalb müssen wir wiederholen. Ja. Ich werde auch für jeden wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele Fahrversuche wagen. Und ich denke, ich werde immer zwei Strecken in einen Part nehmen, wenn ich nicht in einer besonders schlecht bin, dann nur eine. Kann es sein, dass ich dann gar nicht abbremsen muss? Das wäre natürlich interessant. Oh mein Gott, ich überhole mich nicht ganz. Ja, das wird jetzt interessant. Wenn man natürlich hier nicht abbremst, könnte es sein, dass ich Goldmedaille wieder schaffe. Oh, jetzt hat es aber richtig geruckelt. Übelst. Ja, man muss gar nicht abbremsen. Wie schade. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Mal schauen, was jetzt dann kommen wird. Ich hoffe, dass ich jetzt wenigstens einen guten Run hinliefere. Also abliefere eigentlich. Nein, nicht schon wieder, ey. Ja, das ist ärgerlich. Da muss man wirklich wirklich optimal Linie fahren. Das ist extrem ärgerlich, dass es da nicht klappt. Jetzt ruckelt's wieder. Au, da habe ich einen Wandtoucher gehabt. Das geht überhaupt nicht. Sagen wir, haben jetzt noch drei Versuche. Und dann lasse ich das, glaube ich, auch. Nee, weil, eigentlich weiß ich ja, wie es geht. Und eigentlich habe ich es schon geschafft. Ich habe auch bei... Ah, wieder ein One-Toucher. Wieder zu spät in die Kurve gegangen. Das ist natürlich doof. Das Spiel ist ein wenig älter schon inzwischen. Inzwischen gibt es schon Trackmania 2. Und so geht das. Wirklich. Na dann. Das war's. Okay. Wir beenden das schnell. Und springen sofort zu A2. Kannst du nur mal sehen. Ich habe wirklich in der Schwierigkeit weiß alles auf Gold gespielt. Auch in Schwierigkeit 2. Also grün habe ich auch alles auch schon auf Gold gespielt. Da ist nichts mehr zu holen. Ach, ich erinnere mich. Das wird natürlich jetzt interessant. Ob ich da auf Anhieb vielleicht sogar schon die Goldmedaille schaffe. Ich glaube zwar nicht, aber man weiß ja nie. Da springt man jetzt. Oh, da kommt ein Wandtoucher. Das ist besonders ärgerlich. Ah, der Wandtoucher am Ende hat es natürlich jetzt auch nochmal versaut. Das fahre ich absolut grottenschlecht zusammen. Ich meine, ich bin 27 Sekunden ins 27 Hundertstel schneller gefahren als Gold. Und ich denke, schon eine ganz gute Leistung. Das sind fast 3 Zehntel, aber
Ich weiß halt nicht, ob ich das noch verbessern kann oder nicht. Ist halt immer die Frage. Ah, nicht. Doch, habe ich Goldmedaille geschafft? Ich weiß es nicht. Doch, eigentlich habe ich Goldmedaille geschafft. Ja. Denn, Goldmedaille ist 17,27. Ja. Damit würde ich sagen, beenden. Eine Strecke, glaube ich, schaffen wir noch. Die ist noch möglich. Wenn wir uns jetzt anstrengen. Und natürlich nehmen wir wieder Gold. Weil das ist ja noch nicht sonderlich schwer. Müssen wir uns alle jetzt wieder anstrengen hier. Und da wieder tue ich mich sogar verbessern. Deutlich sogar. Ja, beenden. Ich würde sagen, wir schaffen sogar ein viertes Rennen. Das ist aber... Ich weiß ja immer, oh, das ist das Letzte, dann ist das das Letzte. Da mich zu verbessern ist schwer, aber Goldmedaille ist einfach. Ich glaube, nein, das ist nicht das Letzte. Wir schaffen noch eins. Also ich weiß nicht, ob wir das nächste auch noch schaffen. Kann sein, dass es dann mitten in der Aufnahme abbricht. Das ist natürlich jetzt ein wenig akrobatisch. Nee, das war nix. Da können wir es nochmal sehen, die Wiederholung. Da muss ich, glaube ich, nach links ausbrechen. Nee, da ist nichts zu holen. Keine Ahnung, wie ich es damals gemacht habe. Sehr schwer. Nee, das war nix. Nee, das ist nix. Also, ich dachte eigentlich, die Strecke beschäftigt mich ein wenig länger, als ich dachte. Ich glaube nicht, dass wir noch eine schaffen. Wir sollten nach dieser Strecke Schluss machen. Oh, das war natürlich ein schwerer Verlust. Die war deutlich besser als das letzte Mal. Ja. Dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge von meinem Let's Play. Von meinem Let's Play Trackmania, der Singleplayer. Aber ich glaube, das wird noch ein paar Parts lang werden. Weil wir werden dann auch noch später Strecken spielen, zu denen ich erstens nicht Gold geschafft habe. Oder die ich noch gar nicht gefahren bin. Okay, ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Haut rein!